Wir können immer wieder die Sitzmeditation damit beginnen, sorgfältiges, interessiertes, sanftes Gewahrsein zur Erfahrung des Atems zu bringen, sich in dieser Erfahrung niederzulassen, sich der Erfahrung des Einatmens, der Erfahrung des Ausatmens zuzuwenden, wir machen immer wieder den Aufwand oder das Bemühen, das es braucht, um Kontakt mit dieser Erfahrung aufzunehmen, Kontakt zu machen und so viel, wie es braucht, mit dem Kontakt zu halten. Jetzt und jetzt und immer wieder jetzt. Nicht mehr und nicht weniger. Wann immer wir merken, dass die Aufmerksamkeit weg ist, dass wir uns in Gedanken und Tagträumen verloren haben, dem Moment kehren wir zurück. Gleich, direkt, eindeutig und doch sanft, ohne zu werten, zu urteilen. Es ist ein immer wieder liebevolles Zurückkehren, immer wieder ein wirkliches Kontakt aufnehmen mit der Erfahrung. Nicht nur ein Denken, dass man am Meditieren ist und dass man zurückkommen würde eigentlich, sondern ein tatsächlich hierher zurückkommen, wo wir schon sind, das spüren, das wahrnehmen mit Gewahrsein. Was schon da ist, was schon hier ist. Wenn andere Körperempfindungen vordergründig werden, lassen wir den Atem, versuchen wir flexibel genug zu sein, um diese anderen Empfindungen nicht als Ablenkung oder Störung zu sehen, sondern wirklich dort mit Interesse und Sorgfalt hinzugehen, sich dort niederzulassen, dort zu spüren und warten, wahrnehmen, was da ist. Angenehme, unangenehme oder neutrale Empfindung, vielleicht Vibration oder Jucken, vielleicht Druck, Spannung, vielleicht Wärme, vielleicht Hitze, vielleicht Kälte, Bewegung, was immer das sein mag. Wir nehmen Kontakt damit auf und halten diesen Kontakt, bleiben dabei, sehen, wie sich diese Empfindung, diese Erfahrung verändert. Vielleicht wiederholt sie sich in gleicher Art, vielleicht wird sie stärker, vielleicht schwächer, vielleicht verschwindet sie. Was immer sie auch tun mag, wir sehen, wir wissen, wir spüren, was da ist. Wenn die Empfindung aufhört oder wenn wir finden, dass wir genug lange dabei waren, können wir zurückkehren zum Atem. Auch hier ist wichtig, dass wir entscheiden und dann klar und eindeutig zurückkehren. Wenn Geräusche, Lärm, Stimme, Klang laut werden, vordergründig werden und die Aufmerksamkeit bereits da ist, wenn wir bereits hören, lassen wir den Atem, die Körperempfindungen und nehmen vollständig Kontakt auf mit dieser Erfahrung des Hörens. Halten den Kontakt mit der Erfahrung des Hörens, solange sie dauert. Nehmen die Veränderungen wahr, die Vibrationen, was immer diese Erfahrung des Hörens ausmacht. Bleiben dabei, solange sie dauert. Wenn sie aufhört, verklingt, kehren wir zurück zum Atem oder zu den dominanten Körperempfindungen.
können Gefühle, Emotionen stark werden, angenehme oder unangenehme, Freude oder Angst, tiefe Stille oder Zerstreutheit, Ruhelosigkeit oder Ruhe, Einsamkeit oder Verbundenheit, was immer es auch sein mag. Im Moment, wo das stark wird, bringen wir die Aufmerksamkeit zu dieser Erfahrung. Nicht so sehr zur Geschichte und zum Drama, zu den Erinnerungen und Bildern, die kommen mit dieser Erfahrung, sondern zur direkten, unmittelbaren Erfahrung, mit einer klaren, sanften Achtsamkeit. Wir versuchen klar zu sehen, nehmen uns einen Moment Zeit, um zu sehen, was dieses Gefühl, diese Emotion ist, können Namen geben, können innerhalb des Körpers fühlen und wahrnehmen, wie sich diese Emotion manifestiert, wie es ist, dass wir sie wahrnehmen. In der Herzgegend, im Magen, in den Schultern, in den Muskeln. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit ab vom Objekt dieser Gefühle, von der Geschichte und nehmen direkten, unmittelbaren Kontakt auf mit der Erfahrung dieses Gefühls. Auch hier werden wir sehen, dass es sich verändert, wandelt. Wir bleiben dabei, solange es dauert, ohne den Versuch, das Gefühl zu behalten oder loszuwerden. Wenn es verschwindet, erklingt, kehren wir zurück zum Atem. Wenn Gedanken da sind, wenn sie kurze Sätze, Bemerkungen, Kommentare sind, können wir die im Hintergrund lassen. Und bei der direkten Erfahrung des Atems oder des Hörens oder was immer bleiben. Es ist nicht sehr hilfreich, gegen Gedanken anzukämpfen, zu versuchen, sie loszuwerden. Und es ist viel einfacher, sie zu lassen und die Aufmerksamkeit etwas Fassbarem wie einer Körperempfindung des Atems zuzuwenden. Wenn aber Gedanken immer wiederkehren, wenn die gleichen Muster, wenn die gleichen Themen immer wieder zurückkehren, ist es wichtig, dass wir ihnen die Aufmerksamkeit widmen, die sie verlangen. Gedanken können Worte und Sätze sein im Geist, können Bilder sein, Vorstellungen, Ideen. Wenn Gedanken, Bilder und Vorstellungen vordergründig sind, wirklich unsere Aufmerksamkeit verlangen, schon bereits auf sich gezogen haben, bringen wir, soweit wir das können, eine volle, klare Achtsamkeit zu der Tatsache des Denkens. Anders als beim sich in Gedanken verlieren, nehmen wir nun wahr, erkennen wir, beobachten wir, dass Denken da ist, dass Denken stattfindet, dass Worte, Sätze, Bilder, Vorstellungen im Geist entstehen und vergehen. Gewahrsein des Denkens ist schwieriger, weil es so einfach ist, sich im Gedachten, im Denken zu verlieren. Ist auch sehr wichtig, weil erst dadurch, dass wir Denken als Denken erkennen und wählen können, ob wir das, was es denkt, für bare Münze nehmen wollen oder nicht, ob wir das verstärken und unterstützen wollen oder nicht, erst dann haben wir wirklich eine Wahl in unserer Praxis. Erst dann ist wirklich eine Freiheit da in unserem Leben.
zu sehen, zu merken, zu erkennen, dass das Denken nicht ich bin, sondern wie Gefühle und Empfindungen ein Produkt sind aus Ursachen und Umständen und Bedingungen. Aus allem, was mir zu Hause, in der Schule, durch die Zeitungen, Plakatwände, Radio, Fernsehen und meine spezifischen Lebenserfahrungen beigebracht wurde, erzählt wurde, all das macht das aus, was ich jetzt mein Denken nenne. Sehr oft unkontrolliert, manchmal wie in einem Kino, in dem alle 30 Sekunden ein anderer Film gezeigt wird, ohne wie ein Radio, ohne Knopf für die Senderwahl und ohne Knopf für die Lautstärke. Letztlich sehr essentiell, dass wir klares Gewahrsein zur Erfahrung des Denkens bringen und lernen zu sehen, wenn Gedanken da sind, ohne dass wir uns immer damit identifizieren müssen, ohne dass wir uns immer darin verlieren. Manchmal sind Gedanken sehr aufsässig, kehren immer wieder in derselben Form zurück. Das mag ein Zeichen sein, dass da auch Gefühle und Emotionen damit verbunden sind, die wir immer noch nie gehört haben, die wir uns nie fühlen lassen wollten. Alte Geschichten oder Dinge in naher Zukunft, die uns immer wieder erfüllen mit Gedanken des Planens. In diesen Situationen ist es wichtig, dass wir hinfühlen. Ist da vielleicht Angst da vor dem, was möglicherweise in der Zukunft, in den nächsten 20 Minuten oder in der nächsten Woche oder in den nächsten Jahren geschehen könnte? In Gedanken der Erinnerung sind da vielleicht Elemente von Trauer, die ich noch nie gefühlt habe, von Enttäuschung oder von Wut. Es ist wichtig, dass wir auch wieder im Körper fühlen, was da ist an Gefühlen und uns erlauben, auch die wahrzunehmen, auch die wirklich zu fühlen, solange sie dauern, solange sie da sind, ohne sich in den Geschichten zu verlieren. Wenn Gedanken klar erkannt werden, verschwinden sie sehr oft wie der Nebel, wenn die Sonne klar und stark am Himmel scheint. Manchmal bleiben sie eine Weile. Manchmal ist es hilfreich zu sagen, okay, genug. Und wieder zum Körper, zu Körperempfindungen, zu Gedanken, zur Erfahrung des Atems zurückzukehren. Immer wieder können wir die Übung der Achtsamkeit des Atems zur Grundlage machen, zum Ort, wo wir immer darauf zurückkehren können. Wenn das alles zu kompliziert ist, wenn wir nicht mehr wissen, was jetzt dran ist, welche Erfahrung wir uns jetzt zuwenden sollten, auch da ist immer der Atem gegenwärtig. Wir kehren zurück und lassen uns nieder in der Erfahrung des Atems. Oder, wenn wir innerlich mehr Raum brauchen, in der Erfahrung des ganzen Körpers oder des Hörens. Immer wieder ein Vereinfachen der Prozesse, immer wieder ein Zurückkehren zu der direkten, unmittelbaren Erfahrung des Hier und Jetzt. Von Moment zu Moment, soweit uns das möglich ist. Immer wieder von Neuem, mit Interesse, mit Sorgfalt und mit Sanftheit.